Wie denn eigentlich nur ein Hirnschuss oder Minias? Ist Minias auch ein Kunstname? Ja. Das ist, um die Zuschauer zu verwirren. Das war schon immer ein Problem. Die Leute haben das nicht kapiert. Es waren auch oft Leute, die dann, wenn wir zusammengespielt haben, Jack und ich, gesagt haben, dieser Hirnsturz nervt, aber Minias kannst du mitnehmen oder so. Das waren die witzigsten Momente. Opala. Verstellt. Stimmt, das weiß ich noch. Das stand auch mal auf YouTube. Das war irgendein Spiel, ne? Da hat einer gesagt, ja, ja. Er geht hart auf den Sack, der Hirnsturz, aber den Minions kannst du mitnehmen. Ja. Hey, chill. Warum kriege ich hier keine Informationen? Erzähl Dank. Twitch Prime. Ein Lager bräuchte man noch. Oh, da vorne ist ein Läufer. Links von uns. Guck mal, links von dem Läufer. Siehst du den am Horizont? Nee. Moment. Dreh die Karre mal links rum. Jetzt zeigt mein Läufer da hinstellen und weiter mal keine Steine. Was machen wir denn jetzt? Boah. Ja, die liegen. Aber wenn du im Starttal bist, sind die überall. Die sind ja, mehrere. Ja, ich bin Läufer. Ein bisschen rausgelaufen schon. Dummerweise. Hä, hey, die sind aber, unbemannt, die Läufer. Drei Steine jetzt. Boah. Schon wieder. Läufer Alter, von Seth. Twitch Prime. Vielen Dank, Baby. Von Zed. Who's Zed? Zed's dead. Zed's dead, Baby. Zed. Ja, ein Lager. Hier keins in der Umgebung. Was ist das denn? Hier ist nochmal was zum Looten hier oben. Willst du? Ich habe eben eins geholt, während du da was an der Kiste warst. Wenn ich ruhig. Okay, Fragmente. Und nu? Zu Jack direkt hoch? Ja. Mhm. Da oben ist er ja, man sieht ihn ja schon. Jetzt ist nur die Frage, wo kommen wir den Berg hoch? Hier links? Wie gesagt, hier links mal gucken. Ja, lass mal. Da ist auch ein Lager. Da ist ein Lager. Sehr gut. Lager, Lager. Ja, der teilt leider die Quest nicht auf, sondern er sagt halt, jeder muss das machen. Mutti Lego sortieren, nice. Sortieren. Man könnte die Läufer halt knacken, indem man sie aufschlägt, okay, meinst du? Ich höre mich nochmal nach, den einen. Ey, wenn ihr drei Steine findet, dann bringt die mal mit. Warte, oh Gott. Oh. Ach, ey, sehr gerne, ja. Hab ihn. Achso, mit den Fragmenten kann ich dann wieder Sachen freischalten, sozusagen. Okay. Mhm. Nimmst du den, dann nehme ich den oben. Flügel für meinen Glühwürmenläufer. Oh, geil. Ja. Ich hab jetzt schon Bock auf das Ding. Ja, es ist leider sehr gut. Also, was ist leider, aber. Wow. Keine Steine. Ah, leicht gekämpft. Okay, Quest fertig. Nice. Ich mag den Sprecher. Kann nicht verstehen, was er sagt. Alles klar, Mutti. Sehr cool. Okay, wollen wir nachheilen? Sollen wir den Schädel verbinden? Okay, dann ab zu Jack. Mhm. Schalt den Glühwürm Techbau. Warte mal, was hat er? Schalt die Beine frei. Das können wir machen, wenn wir bei Jackie sind. Nee, das mache ich jetzt noch, dann die Beine. Wir müssen, ja, freischalten können wir unterwegs. Den Rest müssen wir bauen, das können wir bei ihm machen dann. Knochen, siehst du die Beine? Wir gucken oben bei Jack. Komm, wir laufen jetzt dahin. Ja, okay. Ja. Mal dann. Drei Steine. Und die Flügel auch freischalten, also Beine und Flügel. Okay. Hab ich, ja. Wir kommen zu dir, Jackie. Ja, Mann, Bombe, Bomb. Was ist das? Okay, er hat dich gefangen. Ich mach dich frei. Wir können auch weiter, wir müssen nicht mit dem kämpfen. Mhm. Was ich gar nicht so schlecht finde, ist, dass das Wasser nicht instant alle ist wieder. So wie in anderen Games irgendwie. Du kannst, also wenn du das in deinem Inventar hast, in dem Beutelchen, was du ja lernst, ne? Ja. Dann nimmt er sich daraus Wasser, wenn du Durst hast. Also du, das ist wie so ein erweitertes Wasserinventar.
Wenn das leer ist, dann verlierst du halt das Wasser, wie ich jetzt zum Beispiel müsste eigentlich trinken. Jack, hinter dem Hügel müssen wir vielleicht außenrum eher? Ich würde das einfach mal raten, dass wir vielleicht hier oben rumkommen. Willst du hoch? Ja, hier okay. An der Ecke. Nee. Gott, das ist... Warte mal, ich werde mal kurz Wasser auftanken. Ich habe das Gefühl, dass der ihm seine Ausdauer nicht passt. Ja. 5 Wasser. Und ein bisschen trinken. Also ich freue mich schon tierisch drauf, wenn das Spiel am Freitag rauskommt, weil wir werden schönen Synapsen-Clan gründen und dann... Ich werde hier angegriffen. Aber will nicht kämpfen. Oh, hier am Berg anfahren ist aber schwierig. Das ist echt... Ich mache mit Shift, das geht gar nichts. Ich versuche jetzt mal die Ausdauer zu pumpen und dann... Er rollt auch zurück. Und go. Komm. Zieh. Ich weiß nicht, das Game ist komisch. Falscher Satz formuliert, Küsse kommen, Nobody. Ich weiß nicht, ich finde das Spiel komisch. Ich finde das Spiel nämlich sehr gut. Also das ist ja immer eine sehr persönliche Meinung. Ich höre einen Läufer. Ach, ist das cool. Ist das nicht Donnerstag-Release? Was habe ich gesagt eben? Los. Okay. Double Jump kannst du. Ja, Donnerstag-Release, genau, ja. Okay. Freitag? Die Richtung passt. Ein bisschen weiter rechts noch. Da oben auf dem Hügel. Was ist heute für ein Tag? Freitag, am 26. Release. Was? Weiter links? Achso, dann ist Freitag-Release. Entschuldige bitte. Links. Jawohl. Jetzt gerade. Jawohl. Kommst du auch zu? Perfekt. Slash, warte mal auf mich, ich bin zu fett, ich komme den Berg nicht hoch. Der kleine Jack ist 2/3. Da ist er. Danke. Ich komm nicht den Berg hoch, ne? Das ist, nicht, das ist zum Heulen. Jetzt. Mal vorbereitet. Oh, du hängst aber auch an der bösen Kante. Ja. Musst du echt die letzte Ausdauer aus dem Ding rauszwirbeln. Donnerstag ist Release, oder? Am 26. Release, also unabhängig was für ein Tag, am Donnerstag. Unabhängig, was für ein Tag ist, am 26. Release. Oh Gott, ey. Ehrenholz? Donnerstag, 16 Uhr. Perfekt. Es könnte auf jeden Fall eine richtig gute Alternative. Und am Donnerstag werden die Charakter nochmal gewiped. Ja, herzlichen Dank. Wann? Am Donnerstag nochmal? Am Donnerstag werden die Charakter, genau, ja. Du hast mir eine Textnachricht geschrieben. Ja. Ich liebe dich, bin gleich online. Ja, ich dich auch. Moment. Das. Habe ich das jetzt vorgelesen, korrekt. Öffentlich? Das was brauchst du an Material? Sag Bescheid. Ich hab dabei. Was fehlt dir? Oh, ich kann doch fertig bauen bei Ihnen. Kannst nicht? Ey! Mann. Doch, gar nicht. Da, bitteschön. Noch die Beine. Und auf der anderen Seite noch. Da, bitteschön. Oh. Dein Mobbit ist fertig. Mit Shift kannst du Turbo geben, aber geht auf deine Ausdauer. Was soll Lost kosten? $24.99, also $25, aber es wird in Deutschland dann wahrscheinlich 22 Euro sein oder so. Ach so. Regulärer Preis sind $30, also $27.99 oder sowas. Oder vielleicht rechnen so 1:1 um, genau. Verlade Steam. Das Lagerfeuer auf den Läufer. Genau, jetzt musst du. Also wo hast du es denn, dein Lagerfeuer? Oh, weit weg. Ja, dann steig ein, wir fahren mit. Und dann sagen wir dir, wie es geht. Kannst doch bestimmt irgendwie. Ach, der Slash macht wieder Sachen ohne mich. Ich finde das nicht gut. Nein, ist schon gut. Mit B. B? Wo hast du das freigestellt? Unter Läufer? Unter Läufer. Da sehe ich jetzt auf einmal. Ich habe unten rechts das und unten links das Ding freigeschaltet. Bei Läufer. Diese Flügel? Nö. Ja. Und? Du bist in einem ganz anderen Tech-Tree als ich. Ich habe das ganz woanders freigeschaltet. Wo hast du das freigeschaltet? Sag mir. Ich habe O gedrückt. Ja, da war ich auch eben. Okay. Ah ja, du hast das noch gehalten. Da war ich noch gar nicht. Ich habe nur das, was mir da direkt präsentiert wurde. Nochmal, herzlichen Dank für dein Twitch Prime. Die Knochen-Upgrades? Nee. Ich habe die Flügel und die Firefly-Knochen-Upgrades habe ich gemacht. Ah ja. Habe ich dann jetzt auch freigeschaltet.
Aber das zählt und, da nicht. Baue die, ach, baue die Flügel. Dingi-Läufer habe ich jetzt auch freigeschaltet. Dankeschön. Und das, das jetzt mit B oder was? Ah, da. Dann mit B, genau, und H. Läuferbauteile. Übergewicht oder so? Gibt's nicht, Inventars. Oh, wie cool sieht das denn bitte aus? Warte mal, jetzt muss ich hier doch glatt mal aussteigen. Ich sehe die zweiten Flügel, kann ich nicht. Da. Oh, wie hübsch, oder? Mhm. Was kannst du jetzt fliegen? Weiß ich noch nicht. Nee, du bist schneller, oder? Benahme einen Bemanner einen Flügel. Habe ich das schon? Ich habe das schon. Bemanne einen. Achso, Bemanne. Name. Auch so ein Name. Name. When the moon eclipses the sun, you will see the energy that nourishes life. Ach, gewebte Pflanzenfarmen brauche ich. Das heißt, ich brauche erstmal so einen Weber. Wo ist denn der hin? Nein, den brauchst du nicht. Nein. Wo bist du denn hin? Kartenansicht öffnen mit M. Hammer. Weltkartenansicht öffnen. Achso. Haben wir. The sun burns the land behind us. All living things on earth must run from it. If you do not understand this reality, nice. You will not make it. Kann ich, jetzt habe ich das gebaut. Das ist wahrscheinlich nicht das, was ich wollte, ne? Nein, du musst, du gehst an deinen Walker ran, dann siehst du so ein Menü mit drei Punkten. Betreten, Inventar öffnen und Inventar. Ja. Dann scrollst du hin aufs Inventar verteilen, du wählst es aus und dann gehst du zu deinem Lagerfeuer, nimmst es damit auf und setzt es auf deinen Walker. Und du springst jetzt auf deinen Walker und machst den hinten drauf, da hast du hinten so ein bisschen Platz. Am Heck. Du siehst ja bei mir oder bei Slash, das ist so, wir haben es ungefähr in die Mitte gesetzt. So kannst du an den Schweif setzen. Muss ich jetzt R drücken für. Nee, das heißt. Nee, du, wie platzieren? Also. Achso, ich muss nochmal B drücken jetzt, oder was? Nee. Eine linke Maustaste. Du müsst doch diesen Umriss von dem Feuer sehen, oder nicht? Nee, sie nur schließen. Ich weiß es nicht mehr. Bei mir war das auch so ein bisschen unstimmig, als ich das gemacht habe, aber. Das war bei mir auch tricky mit Jumpen, bis ich das irgendwie platziert kriegte. Stauber. Wenn nicht, mal nochmal abbrechen und mal nochmal neu. Hey. Was ist los? Der Stinker hat meinen Läufer gehauen. Oh gut, alles klar. Der Mimi, Mosche, danke für die Bits. Vielen Dank. Ich hab einen Hype Train Level 1. Achso. Emote. Sehr gut. Geil. Ich finde, die Flügel sehen von schön aus, oder? Diese halbtransparenten. Ah. Bin ich frage mich, wo der Designer für... Jetzt geht's? Ah, cool. Ja. Ich frage mich, wo der Designer für dieses Artwork herkommt, oder? Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, was so interessant gestaltet ist. Flash. Mit den... Ja, alles so, dieses ganze... Ja cool. Sind die bei euch auch so durchsichtig so leicht? Ja, die sind leicht transparent, genau. Mhm. So ein Netz, wie ein Flügel schwierig. Halt. Das ist schon ein Affe, ein Toter. Verstehst du? Stelle einen Frachtraum in deinem Walker her. Genau, jetzt musst du in den Walker reingehen, den Stauraum öffnen, dann hast du danke. So... Oben auf Upgrades kannst du gehen. Ja, danke. Hab schon mal ein Spiel gespielt. Triebestauraum, Upgrade Stufe 1. Wasserspeicher nimm. Wasser? Brauch nur ein bisschen Holz noch, oder was? Sehe ich das richtig? Ja. Aber passt ja, dass wir hier an einem Holzlager sind. Ja, fehlt nur noch Kochtopf und die Dampfmaschine fertig. So hat die Gold. Wie kann ich dir irgendwas geben? Nö. Google mal Theo Jansen, die Walker baut er in Real. Ah, okay, cool. Siehst du genau, ich sagte das doch. Du hast da irgendwas erzählt gestern oder vorhin. Ja, genau. Ich hab gestern, ja, im Podcast lautet. Mean-splaining? Das sieht richtig nice aus. Irgendwie. Aha! Ich wurde. Was ist denn mit dir ständig? Angefahren. Boah, Slash. Das
sind lustig. Ja, wir sind auch von denen. Wir waren im Startgebiet und hat uns einer ständig angegriffen. Ja. Was brauchst du noch Materialien? Vielleicht kann ich dir aushelfen. Ich hab jetzt Wasserhack jetzt. Warte mal, ach so, Fracht, ich habe noch was anderes herstellt. Weißt du, was mir echt fehlt? Ich brauche 18 Pflanzenfasern. Auf Kuh die Waffe wegzustecken, wie in Ark. Ja. 18 Pflanzenfasern, 6 Holz. Na, 18 hier, so. Hier, komm her. Was brauchst du? 18 Pflanzenfasern. Was sind denn Pflanzen? Das sind Pflanzenfasern. Mansplaining, hier. Ja, klar. Und wie viel Holz? Hier, 35. Das macht Slash ständig. Wie machst du das eigentlich, dass du nicht läufst? Weil wenn ich E drücke, rutsche ich da auch über den Boden? Ja. Ah, okay, weil bei mir läuft er nämlich ran. Komm, wir hängen ein bisschen rum, Slash. Mhm. Bisschen abhängen, während Jackie am Bauen ist. Ja, oder Jackie anziehen. Warte mal, ich probiere das mal. Ich schieß mal auf den Kopf. An seinem Kopf haftet nichts, da ist nichts drin. Das ist nicht sehr nett. Fülle Wasser in Wasserwelt. Was geht's im Spiel? Ich würde es mal bezeichnen als eine Ark oder Conan oder sowas in der Art mit einem sehr, sehr geilen neuen Setting und diesen Maschinen, in denen man hin und her laufen kann. Und die gibt's halt auch noch in ganz groß, wo man dann riesige, fette Sandwürmer bekämpft. Das Lens verbuggt, ja, das ist, danke. Das auch aufgefallen. Also ich sag mal, die einzigen Kritikpunkte, die ich jetzt am Anfang aufführen würde, wir haben einmal Floating Grass gesehen, Lensfair ein bisschen und die Laufanimation. Also er läuft so ein bisschen in der Hüfte. Wenn ich sprinte, ist schlimmer. Ah, ich komme. Sieht so ein bisschen. Wie viel Wasser muss da drin? 30. Du musst praktisch immer Korn in deine solche helfen. Nein. Verdammt nochmal. Er will halt keine Hilfe. Ja, es ist halt. Ich kann also nicht. Ich hole ein bisschen. Da muss ich immer 5 in meinen Dings einfüllen. Richtig. Genau, in 5er Schritten. Wo ist meine Maus? Ein Stock im Arsch? Nee, der hat so eine bisschen schwammige Hüfte irgendwie. Aber ist egal, ich meine, es ist mir echt latte bei dem Spiel. Ich finde das Spiel so ganz gut und das sind ja nur Kleinigkeiten. Weil wir reden ja auch nicht von AAA-Entwickler, wo man jetzt sagen könnte, hätte sich ein bisschen mehr Mühe geben müssen. Und insgesamt ist das Spiel optisch cool, es läuft Zucker, ja, es ist wirklich seit langem auch wieder ein Spiel, was super aussieht und eine Weitsicht hat und insgesamt einfach total stimmig ist. Geht ja noch ein paar Kakteen mehr, ne? Das, was mich persönlich stört, ist der Kampf, dass der so komplex ist. Das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, ob man da... Das könnte später, wenn es in den PvP-Bereich geht, könnte das wahrscheinlich tödlich sein für jemanden wie mich. Nice. Komplex? Naja, komplex in Form von, dass du... Ich stell's dir vor wie For Honor, falls du das kennst. Genau, und das ist halt, du musst halt in die Richtung schlagen, aber auch in die richtige Richtung blocken. Und das habe ich noch nie kapiert. Das ist für den einen leichter, für den anderen schwieriger, aber... Ja, du musst zum Beispiel beim Abbauen musst du so ein bisschen üben. Also beim Abbauen kannst du ja üben. Ja, du übst ja auch im Tutorial, aber dann greift der Gegner an, dann siehst du, er greift von rechts an und dann bin ich im ersten Moment überfordert mit der Situation. Ich habe immer so gemacht jetzt, dass ich ihn habe angreifen lassen, den ersten habe ich geblockt und dann... Brauchst du noch Kaktusfleisch? Ja, ich würde es von deinem Körper reißen wollen. Ich habe noch 100 Stück noch drin. Wenn du die Hälfte haben willst. Ich habe jetzt noch 100 noch, ja. Willst du die Hälfte haben? Nö, ich glaube, ordentlich, sag ich jetzt mal. Das finde ich halt hier schick, so eine kleine Animation, wenn er hier hochgeht. Ne? Du läufst hoch, hältst die Taste, also die Leertaste gedrückt, dann hat er so eine Animation des Hochkraxelns. Also hinstellen, Leertaste gedrückt halten, zack, steigt er hoch. Das macht er halt auch bei den Bergen. Das lernst du ja, wenn du deinen... Hast du deinen Haken schon? Nee, gell? Den hast du noch nicht repariert. Nee. Nee, da ist noch kein Pfeil drin bei dir, ja. Ach so, ich hab sowas im... Verstehe. Ja, du hast sowas am Arm, aber der funktioniert nicht. Den musst du reparieren jetzt im Laufe des Tutorials. Ja. So, 5 Wasser. So, ich könnte ja auch mal nachkochen, ne?
ist er. When you pay. Coole Stimme, ne? Ja. Jetzt sind wir bei dem Grappling Hook. It's the no man's grapes. Sag mal, was da mal der abbaut, vielleicht kann ich dir geben. Nein! Hast du irgendwo eine Anzeige, wie lange das Gebiet noch sicher ist? Bei mir? Nee, es gibt, das Startgebiet ist immer sicher oder relativ sicher und natürlich PvP-technisch nicht. Haben wir ja gemerkt, dass es uns der Typ da angreifen konnte. Okay. Wenn wir weiterreisen, dann ist es anscheinend 16 bis zum Verfall. Aber das war auf der Gesamtmap, oder? Warte mal kurz. Lokale Karte, Weltkarte. Stimmt, du hast recht. Nee, verwelt in 16 Tagen. 16 Tagen, 1 Stunde, 16 Minuten. Also. Ja. Cool. Ich meine, das ist jetzt sowieso nur diese Probetage. Das heute und morgen ist das Spiel für uns freigeschaltet. Und am Donnerstag, wenn das Release ist, dann wipen die Server. Ein Holz und ein paar Fasern. Hier, warte, hier kriegst du von mir Holz. Hier ist Holz. Ups. Danke. Hier ist Holz. Und wie viele Fasern? Ein paar. 15? Ich glaube, ich hab schon. Ja, ich hab 15 gedroppt. Ja, ich hab. Hier. Dann nehm ich's mir halt. Du brauchst ja nichts. Hast du das jetzt? Ja, hab ich genommen. Ja. Sag, wenn du was brauchst. Alle Jude Mias. Rüste ihn aus. Ich kann dir ein bisschen Asche geben, da hätte ich noch viel von. Asche? Ja. Asche auf meinen Tomaten. Wo muss ich ihn ausrüsten? Scheißegal, irgendwo. Bist du sicher? Nein. Ausrüsten, rechtsklick einfach im Inventar. Tab drücken, rechtsklick auf den Haken. Ah, alles klar. Der ist ja jetzt hast du den Fall drin, aber jetzt probier mal aus. Jetzt kannst du. Achso, du musst an den Felsen, dann müsst du dich. Du bist halt aus dem Startgebiet raus. Du könntest aber den Felsen hier vorne probieren. Guck mal, in Richtung. Was ist denn das? Südwesten. Was hier? Weil du musst dich an der Kante zweimal hochziehen in dem Tutorial. Achso, Mittel- und Mausbutton. Ja, okay. Und dann? Hier, guck mal hier, da oben. Mit E. An den Felsen. Genau, E ranziehen. Ja, okay. Die Animation ist wirklich nur für einen selber, diese Laufanimation. Alles gut, Herr Schlaufel. Mhm. Wo hast du denn den Segel hin? Die kann man einziehen. Was? Wie? Mhm. Wenn du auf den Spot guckst, wo die Flügel sitzen, dann hast du das im Auswahlmenü auf einmal. Einziehen. Aber du kannst auch wieder auspacken. Du kannst auch wieder. Ich kann sie jetzt mal rausfahren. Aber wo. Hä, das verstehe ich den Sinn nicht. Was für eine Kante soll ich denn hier? Keine Ahnung. Dann zieht man die Flügel wieder ein. Ich meine, sieht ja witzig aus, aber. Aha. Er hat keine Schuhe an. Meinst du, der Sand ist heiß? Das könnte gut sein, Jamaik. Nee, bei Anax Boris war das. Also heiß, heiß, heiß. Ah, Hans, heiß. Sand, heiß. So, überfalle die Urnen-Rumpu-Lager. 5 Stück. Ja, das ist jetzt das, was wir eben gemacht hatten, ja. Na los. Wo sind die Rumpu? Also dann fahre ich aber die Dings wieder aus, die Flügel wieder aus. Warte mal, kann ich die Flügel vielleicht auch schon bauen? Glaube ich nicht. Unter Upgrades? Obwohl, müsste gehen, ja, könnte sein, wenn wir das Material geben. Die Lenkfähigkeit? Ne, Geschwindigkeit ist höher. Ich denke mal, dass dein Gefährt. Ja, das Wesifix. Oh Gott, geht er ab. Alles klar, jo. Flügel sind auf jeden Fall. Herr Brinkmann, grüß dich. Guck mal bitte, was da Material braucht. Vielleicht können wir die schon bauen. Dann interaktive Objekte, Ausrüstung, Waffen. Nee. Kann ich die mit B bauen? Nee, du musst in dein Fahrzeug reingehen, Stauraum öffnen. Ach, Stauraum öffnen? Nee, Moment, erstmal freischalten, du brauchst die Punkte.
O drücken, dann auf Läufer. Der ist frei. Ist schon frei. Ist freigeschaltet. Das ist schon aktiviert. Hab ich schon gemacht. Okay, alles klar. Aber wahrscheinlich kommt es rein questtechnisch erst danach und deswegen. Wenn du sie freigeschaltet, müsstest du bauen können. Ich guck mal bei dir rein. 6 gewebte Pflanzenfasern. Wasserspeicher. Gewebte Pflanzenfasern. Ja, die kannst du haben. Ich hab nur 6 Stück. Ich habe 12. Wie viel brauchst du? Ich brauche noch 6. Na dann, erstes 6. Bitteschön. Liegen unter meinen Füßen. Uiuiui. Nochmal kurz gucken. Die auf den Flügeln ist unser Allianz-Symbol, genau, richtig. Wir hatten ja Orange ausgewählt und die Sonne und das ist das Allianz-Symbol, ja. Nee, tatsächlich ist er noch nicht. Ich gehe davon aus, dass bei euch, also ich habe Wasser, Quatsch, Fracht, Wasser, Luke. Luke, genau. Nochmal, du hast im Skilltree unter O hast du die Flügel und. Habe ich freigeschaltet, ja. Aber auch gelernt. Naja. Freischalten ist doch lernen, oder nicht? Es ist nein, ich hab die mit den. Ich hab die, da steht freigeschaltet. Mit den Punkten, naja, alles klar. Hm. Ja, Mike. Hau rein. Guck. Und dann werdet unter Upgrades im Läufer. Nee, unter Bauen, Läuferbauteile. Aha. B und dann, genau. Aha. Und dann Läuferbauteile. Ja, erzähl mir. Genau. Einfache Flügel. Ja. Kann ich die woanders hinsetzen auch? Oh, schade. Nee, ich glaube nur, das sind ja solche gelben Bubbles, siehst du da ja, um die zu bauen. Ja. Drehen? So, nee, geht nicht. Einfache Beine. Achso, man kann noch mal andere Beine machen. Ich glaube, das sind die, die hier dran sind. Da kann ich nicht machen, okay. Einrastpunkt durchschalten. Das wäre. Okay, einrasten. Ich denke mir, dass wenn das viel größer ist, dann kann. Oh ja, schick. Achso, dann. Ach, ich mache immer einen und dann den anderen, verstehe. Okay, ich brauche noch ein Gewebepflanzerfaser, dann könnte ich die fertig bauen. Ah, du hast du wahrscheinlich einstecken. Ja, nee, ich brauchte jetzt nochmal 7. Slash, hast du nochmal ein Gewebepflanzerfaser, dann kann ich dem 7 und 3 Holz schafft. Habe ich geschmissen? Nope. Wo? Nee, sieht man nicht. Doch, hinter dir, ja. Ah, liegt oben drauf. Wie cool, die Tasche liegt auf dem Läufer. Das ist ja nice. Das ist ja cool, dass es nicht durchbackt. Hast du auch 3 von diesen Holzschaften? Nee, gib mir den Füßen, dann kann ich fertig bauen. Ich hab den Rest. Wo sind sie da? Ich habe Pflanzenfaser gekackt. Hallo, Silent Joe. Na? Ach, Mann. Lass das Ding bauen. Die Ansicht nutzen. Warte mal. Ich glaube, du musst doch... Ich hab's eben noch gesehen. Da. Jetzt. Have fun. Du kannst umbenennen übrigens. Wenn du im Walker sitzt, kannst du Z machen und dann kannst du den... Ah. Kannst du dem eigenen Namen geben. Nee, geht leider nicht. Y. Das ist korrekt. Y, achso, ist umgedreht, alles klar. Wenn ihr übrigens mit F3 könnt ihr übrigens die Quest-Anzeige durchschalten, dann gibt es nochmal eine erweiterte Ansicht. Also jetzt bei der Quest, die wir jetzt haben, Slash in die Wüste zu gehen, kannst du mit F3 nochmal eine detaillierte Beschreibung von der Quest auslösen. Na, warte mal, habe ich noch was Wasser in meinem Beutelchen hier? Ja. Kommt man hier runter? Kann der Ding fliegen? Das kippt um, du kannst aber kippen. Oh Gott, Jackie ist unterwegs. So eine leichte Schwebeanimation wäre auch nicht schlecht irgendwie. Oh. Da war einer. Der hat überfahren. Guck mal, ich würde es gerne ganz kurz. Hier würde ich gerne ganz kurz. Und von oben oder links, rechts, komm. Ey, ich habe gar nichts ausgewählt. Das ist ja bitter. Nein, Hütscher! Ich zerhack dir deine Füße, Alter. Slash baitet hier die Gegner. Schade, dass man da kann. Oh! Das tut mir echt leid.
Servus, Ride. $25, also, und dann musst du halt umrechnen, was Steam da immer nimmt. Meistens so ein bisschen weniger, oder 24,99. Aber ich kann mir schon schön vorstellen, wenn du durch die Wüste campst, dann kommt so eine Armee von diesen kleinen Läufern mit deinen Farben, ja, da drauf, weißt du so? Also. Drück mal so, plus. Ja. Wenn ich jetzt vorstelle, dass da hier die Synapsen dann angeritten kommen. Da kommen sie! Genau, Plus und Minus kannst du rausscrollen. Ah. Damit da kommt uns was entgegen. Ja, dann wollen wir mal angreifen. Nee. Naja, warum nicht? Kann ich gar nicht sehen. Sieht jetzt Fleisch an, man denkt sich, boah. Ja, wisst ihr, wenn drei so eine Sprühwürmchen wie wir hier rankommen? Ja. Ich mach schon mal ein bisschen. Boah, wie ziemlich ein Wein, oder was soll das? Oh. Ich gehe davon aus, ihr seid noch hinter mir? Ja, ja. Ja, okay. Oh, jetzt ist aber schnell, jetzt ist aber schnell. Oh. Oh. Wow. Der sind auch, nee, zu zweit. Weg. Sind auch zu zweit. Denk noch weiter raus? Ja. Ich fahre in die Parade. Oh, hast du dich auf den Druff gepackt, Slash? Oh, da ist noch einer vorne. Ja, ja. Ich glaube, ich kann ihn umschmeißen. Ja, er liegt. Ist aber wieder richtig rum. Er kämpft. Ich komme. Wo ist er? Ah. Dein Kollege. Kannst du plündern? Ja, ist geplündert. Dein Kollege macht, nimmt Reise aus. Okay, dann hinterher. Lustig. Wie gemein. Haben wir seinen Läufer irgendwie noch? Nee, lass ihn seinen Läufer jetzt. Macht nicht. Plündern ist ja noch nice, aber. Naja, ich würde nur gucken. Oh, hat er dich eingefangen? Soll ich ihn befreien? Nee, geht schon, bin dabei. Und okay. Schade, jetzt ist berghoch der Schwung weg. Jackie, kommst du? Ja, ich hänge ein bisschen dem anderen Läufer drin. Seid ihr gemein. Wir haben Jack dabei, der hat verführt, der hat gesagt, ich hab da nichts, kann ich fahren, ich... Geh auf den Hals! Also ich muss mal sagen, ich bin so froh, dass ich hier sitzen kann. Über den kompletten Stream und habe keine Rückenschmerzen. Optimal. Das ist echt, bin gerade begeistert. Ich meine, mal gucken, wenn ich mich nachher bewege und aufstehe. Da hinten ist der andere. Die unterhalten sich. Ja, dann ran. Wirklich? Ja, warum nicht? Okay. Oder willst du eine Quest machen? Da kommt einer hier laufen. Links. Links? Der holt seinen Läufer erstmal. Ja, ja, lass ihn. Machen wir die ihre Läufer noch nicht haben. Oh. Oh. Setz an. Sorry. Er macht keinen Schaden am Läufer. Ich komme. Bevor du... Dann geh wieder einen Schritt zurück, schade. Oh, er hat mich. Nein, check. Danke, jetzt hol mich. Speedy, wie haben? Na, mit. Danke. Oh, du bist aber nicht weit weg. Ich schleiche mich mal schnell. Kommt auf meinem Läufer spawnen. Man kann sich nicht mehrfach hintereinander heilen, ne? Das funktioniert nicht. Oh, der hat eine Jacke. Hier, dem sein Inventar ist knüppenvoll.